Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme von Alone in the Dark, a New Nightmare. Vielleicht kotze ich das irgendwann mal ab. Bei der letzten Aufnahme habe ich mit der Eileen gespielt. Verzeihung. In dieser Aufnahme spiele ich jetzt mit Edward Cornby. Und ich werde versuchen, die Folgen in dem Fall in drei verschiedenen Playlists laufen zu lassen. Einmal halt nur alle Aileen-Folgen, einmal alle Edward-Folgen. Und dann noch in einer Playlist, wo die abwechselnd laufen. Das heißt, alles, was ich jetzt hier aufnehme, läuft dann parallel. Also quasi, wir haben mit Eileen angefangen, das kommt als erstes. Dann kommt die Folge von Edward, dann wieder Eileen, dann wieder Edward und so weiter. Ne? Das ist so die Idee. Alone in the dark. Damit man das immer so ein bisschen im Wechsel hat. Der Vorteil, wir haben jetzt schon mal einen Revolver mit ein bisschen Munition. Wir haben noch ein bisschen Munition übrig, der ist doppelläufig. Mal gucken, was passiert. Boah! Alter! Er ist doch direkt verjagt! Diese Tür zum Town ist mit einem Kombinationsvorhängeschloss versperrt. Ich habe den Code nicht. Okay, das heißt, ich kann ihn jetzt auch nicht bewegen. Also ich durfte den jetzt auch nicht bewegen. Cornby, antworten Sie doch, bitte! Aileen, sind Sie okay? Ob ich okay bin? Was war das für ein Vieh? Was zum Teufel ist hier los? Im Moment habe ich keine Ahnung. Hören Sie, ich will hier weg. Jetzt gleich. Keine Panik. Mir fällt schon was ein. Wo genau sind Sie? Auf dem Dach von einer Art Landhaus. Ich wäre fast draufgegangen. Ich habe Angst. Tun Sie doch was. Ich bin im Wald gelandet. Ungefähr 100 Meter vom Haus. Sehen Sie mich? Sehen? Wie denn? Helfen Sie mir. Schalten Sie die Taschenlampe ein. Oh, okay. Jetzt sehe ich Sie. Okay, ich sehe Sie auch. Hier ist mein Plan. Versuchen Sie, sich in dem Landhaus zu verstecken. Ich komme Sie dort suchen. Und wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. So schnell es geht natürlich. Was? Aileen, ich hole Sie. Ich verspreche es Ihnen. Bitte schnell. So, in dem Fall war es halt auch so, dass die Gespräche halt unterschiedlich geführt wurden. Wenn es euch aufgefallen ist, Aileen hat jetzt was ganz anderes erzählt, wie in dem umgekehrten Fall, wo sie quasi uns angefunkt hat. Da ist Blut auf der Treppe. Yay! Blut! Gehen wir da doch mal rein. Was soll schon passieren? Oh, Mist! Nein, nein! Jetzt nicht bewegen. Lassen Sie mich. Ich muss sterben. Ich werde sterben. Wer hat das getan? Die Insel ist die Hölle. Nicht Menschen. Monster. Drehen Sie. Hauen Sie ab. Egal wie. Wie kamen Sie her? Schiff. Letzte Fracht. Er hat alle erschossen. Bleiben Sie ruhig, ja? Eine Kanone haben Sie. Und hier sind Kugeln. Ich hole Hilfe. Hilfe? Sie werden sterben. Wie alle anderen auch. Lauf. Bis später. Bis später? Mit dem Arm gibt's kein später mehr. Sie nehmen einen kleinen Schlüssel aus Bronze. De facto haben wir jetzt aber erstmal den Hint dafür bekommen, also den Hinweis dafür bekommen, woher die ganzen Viecher überhaupt kommen. Nämlich von dem Schiff, was hier angelegt ist. Heißt, wir haben bei Aileen ja schon gelesen, dass Obed er neue Versuchskaninchen mitbringen wollte. Und das war wahrscheinlich eine ganze Schiffsladung vorher. Direkt nochmal erschreckt. Komm, geht da wieder rein. Gerade.
Ha, das ist noch auf Englisch geblieben. Da liegt jetzt nur ein zerfetzter Kadaver rum, der aber, ich kann leider nicht direkt drauf pointen. Ja, das sieht eher aus wie ein Hund. Aber das war der, den er wahrscheinlich zerlegt hatte. Ich dachte eigentlich, jetzt hätten wieder Munitionskugeln da rumgelegen, weil wir haben nämlich immer noch 24. Das heißt, wir haben ihnen nicht mal Munition gegeben. Wir haben alles behalten, was von uns war. Finde ich gut. Diese Tür ist abgeschlossen. Natürlich haben wir den passenden Schlüssel dabei. Okay. Die Szene kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Muss ich ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, manche Leute haben Probleme damit, wenn in Spielen Hunde abgeknallt werden. Ich nicht. Zumal sie einen verdammt nochmal töten wollen. Was war das? Ich habe gerade Fledermausschläge gehört oder irgendwelche Flügel halt. Zu schnell töten, ist halt einfach der, dass wir immer zwei Schüsse abgeben. Das heißt 2, 4, 6. Ja, 6 Mumpeln frisst so ein Hund. Ich probiere hier mal nichts aus, weil ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, hier funktioniert was nicht so, wie es funktionieren sollte, aber darüber bin ich gerade ganz froh. Eine schöne Muse steht da. Und das hier ist cool, weil wir hören einen Herzschlag und wir haben die Perspektive aus dem Fenster. So nach dem Motto, wir werden gerade beobachtet. Ja, war noch ein anderer Hund. Na. Okay, es scheint doch alles so zu funktionieren, wie es soll. Stirb doch mal. Sag mal. Oh, hat sich der Sound aufgehangen? Okay. Für den Kampf. Ah, durch so eine Brühe zu schlendern ist doch immer was Tolles.
Ich habe insgesamt nur 4 Speicherstände. Na super. Da ist das Vieh. Da ist das Vieh wieder. Oh. Gut, sehen wir das auch mal. Auf ein neues. Also ich hatte jetzt schon eine ganze Zeit lang aufgenommen. Um genau zu sein, eine Stunde. Und nur um festzustellen, dass ich ein großes Problem habe. Und zwar hatte ich A, nicht genügend Munition. Darum habe ich mich jetzt gekümmert. Ich habe es quasi jetzt nochmal machen müssen. Wir speichern jetzt, ihr seht hier, Erdgeschoss und Dachboden Ost. Ja, das müssen wir aber, wie gesagt, alles nochmal machen. Weil ich eine Waffe vergessen habe mitzunehmen. Das ist einfach mega kacke gewesen. So, also muss ich den ganzen Spaß halt eben nochmal machen. Mal gucken, wie weit wir es noch schaffen, weil eigentlich muss ich dann wieder bald auf Arbeit. 1000 Stunden für die Katz, aber das ist egal. Bam. So, jetzt weiß ich nämlich gleich, wie hier Phase ist. Brauchen wir jetzt noch 5 Stück. Bam. Bleiben noch 3. Bleiben noch 2. Bleibt noch einer. Das soll es eigentlich gewesen sein. Halt. Da noch einer gefehlt. Das sollte es jetzt aber gewesen sein. Genau, 6 Stück. So, ich meine, ich habe jetzt das, was ich bisher gespielt hatte, war jetzt auch nicht wirklich blind. An das kann ich mich noch alles erinnern. Das hatte ich alles schon mal irgendwie irgendwo gemacht. Aber ich konnte mich halt nicht an alle Einzelheiten erinnern. Und als wir nämlich hier waren, habe ich mich hier nicht gründlich genug umgeguckt, weil ich habe zum Beispiel hier die Munition mitgenommen. Ja, okay, die hatte ich. Ich habe hier das erste Hilfe mitgenommen, aber ich habe hier die Schrotflinte, die da liegt. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich einfach komplett übersehen. Die hat uns die ganze Zeit gefehlt. Wir hatten fast 300 Schuss für das Ding und konnten sie nicht benutzen, weil wir sie hier nicht mitgenommen haben. Weil ich einfach nicht näher an den Schrank rangegangen bin. Und das hat so ziemlich alles ruiniert, was wir bis dahin gemacht hatten, weil wir waren die ganze Zeit out of ammo und die Viecher haben halt extrem viel gefressen und ja. 3 Jumpscare in 3, 2, 1. Nein, nicht ganz Jumpscare, aber. So, deswegen mache ich das jetzt alles nochmal. Und da sehen wir halt nur den Minenschacht, der gegraben wurde, was wir bei Eileen schon gelesen haben. Und hier sehen wir schon die Treppe. Wir sind dann im Erdgeschoss. Kambi? Ali? Ich auch. Entschuldigung. Und dieser sind nichts für mich. Es soll einfach aufhören. Sofort. Ich verstehe. Sie verstehen? Sie verstehen? Sie verstehen doch rein gar nichts. Ich weiß nicht, was Sie, dieser Johnson oder Professor Morton von mir wollen. Aber dieser Albtraum soll aufhören. Jetzt sofort. Beruhigen Sie sich bitte. Wo sind Sie? In irgendeinem Raum. Aber ich komme nicht heraus. Eine Tür ist verschlossen. Und die andere Tür wird von irgendetwas Schwerem blockiert. Obed Morton hat mich betäubt und hier eingesperrt. Und ich wollte ihm nur helfen. Bleiben Sie dort. Ich komme. Was? Ist das alles? Tja, ich tue mein Bestes. Na
gut, aber machen Sie schnell. Erst müssen wir das los. So, eine Büste. Sieht noch frisch aus. Circle befindet sich ein Mechanismus. Wir geben dort Howard Morton ein, weil das ist auch das Büro, in das wir reinkommen. Wo wir mit Aline nicht reinkommen konnten. So, klick. Klick hat's gemacht und damit öffnet sich hier oben das Porträt für uns. Da ist ein Schlüssel drin, den werden wir brauchen. Und das weiß ich auch nur, weil ich halt schon eine Stunde aufgenommen habe und alles nochmal machen durfte. Aber egal. Jetzt sind wir wenigstens besser vorbereitet. Ich komme ein bisschen besser zurecht. Liegt da auf dem Tisch noch was? Natürlich liegt da auf dem Tisch noch was. Noch ein Speicheramulett. So, diesmal haben wir auch alles, was wir brauchen. Konnte ich mit Kambi an die Uhr? Ja, eine gewöhnliche Uhr. Das ist keine gewöhnliche Uhr. Das ist ein Teil eines Rätsels, zu dem wir noch finden werden. So, erstmal kommen wir hier nirgendwo durch. Wir müssen jetzt erstmal hier hoch. Die Porträts können wir dann alle noch öffnen, aber wir müssen erstmal hier hinten hin. Ich glaube, es ist nur eine Kommode. Dann schieben Sie sie weg. So, jetzt machen wir erstmal das Bild auf. Da, zack, Schlüssel, nehmen wir, brauchen wir. Jetzt verschieben wir den Schrank, weil es geht. So, und gehen einfach hier rein. Endlich. Sagen Sie mir doch, was hier los ist. Ich weiß es noch nicht. Aber Ihr neues Outfit mag ich. Macht Sie weniger... naja. Ja, ich weiß. Hier, ich habe Ihre Sachen. Danke. Wo ist meine Jacke? Wer immer Sie hier eingesperrt hat, dachte wohl, sie steht ihm. Hören Sie, ich hätte Sie nicht mitkommen lassen dürfen. Ich habe meine Gründe, hier zu sein. Konnten Sie mit Obed Morton sprechen? Nein, und Sie? Ich bin nicht sicher. Ich habe das Gefühl, es gibt mehr als einen Obed Morton. Es ist viel zu gefährlich. Wir müssen ein sicheres Versteck finden, wo Sie auf mich warten können. Hören Sie, Carnby. Wir wissen beide, dass das nächste Versteck 2 Flugstunden weg ist. Ich habe mich bisher nicht schlecht geschlagen und ich habe nicht vor, meine restliche Zeit hier zu verplempern. Ich will's wissen. Da war doch vorhin eine Stimme über uns. Da! Eine Falltür. Wenn Sie mir helfen, komme ich dran. Sollten wir nicht zusammenbleiben? Wir haben nicht die gleichen Ziele. Denken Sie dran, was Sie mir gesagt haben. Los, helfen Sie mir. Was ist, wenn ich Nein sage? Dafür sind Sie nicht der Typ. So, wir werden uns hier nochmal kurz umschauen, aber ich glaube, das Buch hatten wir schon gelesen. Wer wissen möchte, was in dem Buch drinsteht, bitte die Aileen Let's Plays schauen, weil ich da alles vorlese, was wir bis dato schon mal gefunden hatten. Ich gehe jetzt auch nur noch mal hier runter, weil da unten, glaube ich, noch ein Speicheramulett liegt. Das nehmen wir natürlich mit, weil gebrauchen können wir das immer. Wenn wir da durchgucken, sehen wir nichts. Die Unterhaltung mit Obed und seinem Bruder sind durch. Deswegen gehen wir einfach zurück. Müssen auch hier wieder raus, legen uns mit dem Vieh an.